Werde ich machen. Und dann switchen wir nochmal El Gamo. Oh, 31.000, das klingt doch schon mal nice. Oder wird wahrscheinlich ein Baustellenfahrzeug sein. Naja, egal. Baustelle, wie gesagt, abholen wird problematisch. Hinbringen hin auf das Feld und fertig aus. Natürlich, wenn es so eine Baustelle ist, wie letzt, wo ich dann die Baustelle rückwärts reinfahren musste, El Pro Mahlzeit, das war echt ein Gewirr. War es mir aber auch egal, wie viel Schaden ich hatte, bin ich ganz ehrlich. Siehst, guck mal, ich kann jetzt auf den Chat eingehen, ne? Also ich habe hier den Simulator halt gerade fahren, das konnte ich vorher, aber hier ist ein General Slovenia, weil ich mich da wirklich auf die Umgebung konzentrieren musste. Ja, jetzt kann ich hier ganz in Ruhe auf den Chat eingehen, Fragen beantworten, auf lustige Sachen mit Profilbildern eingehen und so weiter und so weiter. Oder halt die Rede und Antwort gestehen, was halt Streamer angeht und so weiter. Ne? Und das konnte ich halt bei so actiongeladenen Games erstmal nicht. Aber ich nutze das wirklich hier, um total runterzukommen, ein bisschen zu relaxen. Oh, um mich erstmal hinzusetzen. So, ja, und wirklich gründlich auch auf den Chat eingehen zu können. Wie gesagt, was ich gleich noch streame, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken. Kann auch sein, dass ich einfach ins Division mal reinschaue. Diablo habe ich jetzt gerade keine große Lust. Jetzt zwei Tage haben mir da gereicht. Und es fehlen mir so ein paar Leute, die da mitziehen, beziehungsweise da ein bisschen pushen können. Und dass man da gemeinsam auch irgendwie was reißen kann. Für die Season-Charakteren. Aber sonst, ja. Geiler Truck. Mit den Flammen. Warum hat der Grün und ich nicht? Aha, wollte schon sagen. Wird's denn auch nochmal grün? Das sind noch viele andere Fragen. Wird in der nächsten Episode geklärt. Also bleibt dran! Man bei Rot halten. Natürlich muss man bei Rot halten. Und was mir gerade auffällt, warum habe ich 1000 Kilometer, um diese Fracht abzuholen? Wahrscheinlich, weil ich vergessen habe, auf meinen Standortpunkt zu drücken, wa? Egal, wir fahren jetzt erst mit 1000 Kilometer, dann machen wir halt nur eine Fahrt. Ein realitätsgetreues Game, was so real gehalten an die Umgebung angepasst ist, wie kein anderes Game zuvor. Klingt komisch, ist aber so und ich finde es gut. Ja, wie gesagt, der American Truck Simulator ist wirklich daran angehalten, für Trucker-Fans ein bisschen mehr zu fahren. Für mich ist es wirklich das Runterkommensspiel, ein bisschen Palaver halten. Und so weiter und so weiter. GTA. Übrigens auch ein Game, wo ich nicht verstehe, dass die da plattformübergreifend die Möglichkeit bitte mit zu spielen. Weil GTA. Ne, ich spiele es auch mit Joypad und du hast als Maus-Spieler hast du nicht wirklich einen Vorteil oder sowas. Würde ich mir auch noch wünschen, dass Xbox-Spieler und Windows-Spieler da zusammen zocken können. Habe ich also drüber gesprochen. GTA hätte ich auch mal wieder Bock zu zocken, aber da denn halt nicht allein, sondern da würde ich halt diese komischen Minigames da, also diese selbstgebauten Karten von Spielern zu spielen. Ist bestimmt voll lustig, keine Ahnung. Allgemein auch so Autorennspiele, so Destruction Derby. Also hier, gegeneinander Autos zerstören und sowas. Soccer, wie das alles heißt. Da hätte ich schon ein bisschen Bock drauf, keine Ahnung.
Echt, das gibt's auf Konsole nicht? What the fuck? Das ist wieder so ein Punkt, weißt du, das finde ich schade, dass da nicht gepusht wird. Auch bei Minecraft und so weiter. Das finde ich schade halt. Die Konsolen können mittlerweile mehr. Konsolen sind mittlerweile kleine PCs, ne? Besonders Xbox One oder PlayStation 4. Da sollte es auch keine Begrenzung geben, was Tiere angeht und so weiter. Sag ich dir ganz ehrlich. Ist meine Meinung. Ich überlege, was da mittlerweile für Prozessoren drin sind. Was für Grafikkarten, wie viel RAM. Und ich habe damals Minecraft angefangen zu spielen auf einen Einkernprozessor mit weitaus weniger RAM und einer übelst scheiß Grafikkarte. Und ja, habe keine Begrenzung gehabt, was das Landaufdecken angeht und so weiter und so weiter. Übrigens wurde gestern in einem großen Livestream, kennt einer von euch G-Time TV? Der hat gestern 24-Stunden-Stream gemacht. Am Overwatch gespielt und da kam das Spiel Paladins zur Sprache. Wo er sagte, es gibt ja auch eine kostenlose Version. Paladins heißt das, was eigentlich auch richtig geil mittlerweile geworden ist und dies und das und Overwatch. Ziemlich stark und ich werde trotzdem bei Overwatch bleiben und das finde ich halt ziemlich geil, ne? Dass selbst Leute, die rein Overwatch spielen, da sagen, du, Paladins kann schon was. Das Ding ist bei Minecraft, dass es mit den Mods so von denen aus möglich wäre, aber Xbox, ja, ich weiß, die Windows 10 Version ist ja genauso. Die Windows 10 Version blockt die Mods. Der Punkt ist einfach, die alte Minecraft Version ist Java-basierend programmiert. Java könntest du eigentlich auch verstehen, könnte ich auch verstehen. Da ist halt der Punkt, dass jedes Mal die Updates, die Microsoft später rausgebracht hat, beziehungsweise Mojang, beziehungsweise Jim Parsons, wie der Typ da heißt, den Modern alles kaputt gemacht hat. Ja, wenn Mods dafür entwickelt wurden, deswegen haben die mittlerweile auch eigene Klienten, um zu starten. Technik-Launcher, Fit-Beast-Launcher und was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Dass die Updates vieles kaputt gemacht haben. Die Mods praktisch von null auf neu programmiert werden mussten. So. Das hat vielen Moddern natürlich den Spaß genommen und haben dann auch aufgehört zu entwickeln, beziehungsweise die Mods auf Eis gelegt. Und ja, ich weiß, ich verliere Kohle, aber hey, scheiß drauf, ich will einfach nur da hinkommen, um diese Fahrt zu machen. Ja, und deswegen diese Klienten da entwickelt wurde. So, und dann kam natürlich, irgendwann machte Java da auch einen Strich durch. So oft wie Java praktisch updatete, die kam nicht mehr hinterher. Dann konnte ich irgendwann ein bestimmtes Mod-Paket konnte ich gar nicht mehr spielen. Dieses, ach Gott, wie heißt denn das nochmal? Attack of the B-Team, weil ich sehr gerne gespielt habe. Ja, und dann irgendwann kam dann halt dieser Fix dazu und ja, es funktionierte wieder. So, der Server läuft übrigens jetzt in, ich glaube, 12 Tagen aus. Dann habe ich dort den Singleplayer und auch keinen Server mehr zur Verfügung. So, worauf ich hinaus will, ist, jetzt kommt die Minecraft Windows 10 Version. Der Vorteil ist, Java, sagt man immer, ist eine Ressourcenhure. So, Ressourcenhure deswegen, es frisst und frisst und frisst, will immer mehr haben, egal was für eine Ausstattung du hast. Das ist Minecraft auf Java. Bei der Windows Version 10 ist es so, es ist weg von Java. Das ist eine eigene Engine, kann man fast sagen. Und da ist es schwerer für diese Mods zu entwickeln. Die Avatare und so weiter ist ein Thema, aber eigenständige Mods wäre was ganz, ganz anderes. Du müsstest praktisch den Spielequellcode kennen, das Spiel praktisch von Grund auf benutzen und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen komplexer. Und natürlich hat Microsoft die Finger im Spiel. Microsoft will halt immer ein Stück von Kuchen abhaben, ne? So. Das, was du jetzt in letzter Zeit siehst, diesen Entwicklungsgrad von Minecraft, ist halt so, es gibt Hasen, die gab es damals mit Mods. Es gibt Pferde, die gab es damals mit Mods. Es gibt Esel, die gab es damals mit Mods. Jetzt kamen noch Lamas dazu, es kamen Eisbären dazu, die gab es damals alles mit Mods. Und mittlerweile bedienen die sich einfach daran. Microsoft hat die Rechte und sagt sich einfach, ja, ihr kleinen Modder,
Wir können das, wir wollen aber nicht. Und wir geben euch nichts ab vom Kuchen. Wir machen euch kaputt so ungefähr. Und das finde ich halt schade. Weißt du? Viel genialer finde ich, nehme ich mal das Beispiel damals Half-Life 1. Auch ein Shooter-Game. Total geil gemacht. Da gab es voll viele Mod-Pakete auch zu. Wurde es auch genehmigt von Valve und keine Ahnung was. War alles super. Da kamen natürlich die ganzen Add-ons raus. Half-Life Blue Shift und so weiter und so weiter. Und irgendwann gab es da einen Modder, der wollte, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Gunman, Half-Life Gunman oder wie das hieß, oder einfach nur Gunman, wollte er als Mod rausbringen. Das war praktisch so ein, wer Saber Rider kennt, so ein, auf Kavallerie, bla bla bla, Cowboy-Zeit, General mit seinem Raumschiff, der entführte, keine Ahnung was, wiederfinden musste. So. Der Mod war so gut, dass Valve irgendwann gesagt hat, pass auf, mein Freund, uns gefällt, was du gemacht hast. Wir wollen, dass du für uns arbeitest. Sagt der Typ, ist das ein Scherz? Sagt Valve, nein, nein, wir machen dir ein Angebot, arbeite für uns, du verdienst bei uns Kohle. Entwickel das Ganze für uns unter unserem Namen. Wir machen daraus ein eigenständiges Spiel. So wurde aus dem Mod, oder der Mod, wurde ein eigenständiges Spiel. Das ist Gunman. Richtig geiles Teil. Und das finde ich halt nice. Dass eine große Firma sagt, ja, pass auf, uns hat es gefallen, kaufen dies und das, arbeite für uns und fertig aus. Das fand ich halt richtig geil. Sagen viele, ja, das Beispiel gab es ja auch mit DayZ. Ja, DayZ ist aber eine andere Geschichte. Der Dean Hall hat ja irgendwann die Rechte verkauft. An Bohemer. Und das DayZ, was du dann als Standalone siehst, hat mit diesem gemoddeten DayZ überhaupt nichts mehr gemeinsam. Keine Ahnung, das ist... DayZ konnte mich nie so halten. Die Mod damals ja. Die Standalone gar nicht. Wir haben gespielt. Das Lustigste, was uns passiert ist, mit den Cheatern. Wir sind unterwegs gewesen, haben ein Fahrzeug gefunden. Total geil. Wir sind umhergefahren. Und auf einmal steht da so eine Kuh vor uns. Ist ja nichts Besonderes, eine Kuh. Ja, die Kuh fing aber irgendwann an. Mäh. Mäh. Ich war da mit den Leuten im Teamspeak. Ich sage, Leute, könnt ihr mal bitte aufhören, das nervt. Mäh. Ich sage, sind wir nicht. Was ist denn los hier? Ey, so hört doch auf zu verarschen. Ihr seid doch da dran. Ey, seid ihr da am Machen. Nein, das sind wir nicht. Ohne Scheiß. Ich denke so, Alter, willst du mich verkackeiern? Ja. Sind wir weitergefahren. Kuh weg. Und irgendwann lauter Hühnchen auf der Straße. Ich so, Alter, was geht hier ab? Hört doch mal auf mit der Scheiße. Wir sind das nicht, wir sind das nicht. Ja, dann hat sich rausgestellt, das war einfach mal so ein Cheater, der sich in diverse Tiere verwandelte und uns halt verarschte. Wir sind weitergefahren, haben uns nichts dabei gedacht und dann irgendwann steht so ein Hase und sagte, I'm a rabbit, give me a carrot, I'm a rabbit. Und das Ding so, leck mich am Arsch. So, das Geilste war, irgendwann bin ich just for fun auf YouTube unterwegs gewesen. Da war da so ein Video, der hatte gleiche Vorkommnisse, gleiches Phänomen, im Auto unterwegs und auch so, I'm a cow, I'm a rabbit, dies und das. Dann hatte genau der gleiche Cheater, hatte es bei dem versucht, nur der hat es aufgenommen. Das war so lustig, das war so funny. Ich müsste irgendwann mal gucken, ob ich das Video nochmal finde. Sowas fand ich halt geil, weißt du, es gibt die Cheater, die wollen einen nur auf den Sack gehen, also sie sterben können und dies und das. Beispiel hier GTA habe ich mal gehabt, GTA 5, wo wir eben schön von gesprochen haben. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Hast du draufgeballert, passierte nichts, der war in deinem Team als dritter Mann, obwohl es ein 2 gegen 2 Match ist. Und er stand da unsichtbar vor dir und ach, all solche Geschichten halt. Hat aber gesagt, ich cheate nicht, das wäre ein Fehler oder sowas. Naja, Fehler am Arsch. Also wie gesagt, es gibt halt die Cheater, die dir auf den Sack gehen wollen. Und es gibt halt die Cheater, die sich den Spaß daraus machen. Und der Typ war definitiv einer davon, der sich einen Scherz daraus machte und das finde ich so geil. Aber nicht für die Konsole, oder? Das war doch für den PC gemoddet, oder?
Guck, was habe ich mir in den Mund fusselig geredet? Sind wir fast 1000 Kilometer 0,1 gefahren. Ich hoffe, der Auftrag ist gleich noch da. Nicht, dass ich jetzt umsonst gefahren bin. Aber kaum Benzin verballert. Bei 1000 Kilometern. Ui. Oh, Schaden 11%. Leck mich fett. Brauch gleich die Werkstatt. Ach so, mit gemoddeten. Ah, das ist wie mit dem Jailbreak fürs iPhone so ungefähr. Ah ja, ich verstehe, ich verstehe. Wobei kompliziert, du hast ja gestern schon nicht verstanden, wenn man seine Scherze machte. Der Spruch gestern. Jetzt kann ich es ja sagen, ne, weil Schreiben ist immer ein bisschen, ja... unverständlicher, wie das sagen. Du sagtest, läuft nicht so bei uns zur Zeit. So, und der Spruch, den ich brachte, so von wegen, ja, solange es nicht läuft, kann man nicht sagen, es läuft einem warm die Beine runter. Na, so nach dem Motto, es läuft, man hat keine Gewalt mehr über seine Blase oder über seinen Darm oder keine Ahnung was und es wird warm, weil man kann sein Urin oder sonstiges nicht mehr halten. Deswegen, ja, läuft es wirklich nicht warm die Beine runter. Das war gestern der Spruch. Das sollte gestern so der Spruch sein. Das ist schwer immer zu schreiben. Aber du musst mittlerweile wissen, meine Sprüche... Find's halt immer amüsant, dass du immer sagst, hey, ich check grad gar nichts mehr. Das Mod-Menü war komplett auf Englisch, mehr als ich in den God-Mode gehen und teleportieren konnte ich nicht, okay? Ja, jetzt ist die Frage, komplexes Englisch oder normal Schulenglisch? Weil... bisschen Englischkenntnisse, dann dürfte man das eigentlich auch irgendwie drauf kriegen. Ich habe gestern eingesehen, der schon Final Fantasy 15 spielt, was erst am 29. herauskommen soll. Er sagt, es wäre die Demo, hat aber die japanische Version wohl gezockt irgendwie. Und sagt die ganze Zeit, ja gleich müsste die Demo ja vorbei sein. Es ging immer weiter und weiter und weiter und so hat er halt getrickst. Danach habe ich es dann auch verstanden, bin halt blond und denke, ah, was hat das jetzt mit blond zu tun? Wäre so, als hätte ich keine Haare, die man Intelligenz festhalten können. Und ich verstehe auch nur Bahnhof. Okay, in der 8. Klasse erstmal Vokabeln. Hat das einen bestimmten Hintergrund? Hat sie einfach keinen Bock oder vorher oder warum so spät, wenn ich fragen darf? Ich muss leider gestehen, egal, ob ich für Englisch gelernt habe oder halt nicht, ich habe immer eine 3 gehabt. Und dann habe ich irgendwann geschworen, wie gesagt, egal, ob ich gelernt habe für Prüfungen oder halt nicht, warum soll ich mir Zeit verschwenden, für Prüfungen zu lernen, wenn ich in eine 3 schreibe, weißt du? Scheiß Leistungskurs Englisch und sowas, ey. Wie gesagt, wenn man das dann irgendwann sowieso sprechen muss, so ein bisschen Vertrauen auch zu den Personen hat, dann läuft es eigentlich. Bei mir ist halt das Problem, wenn ich fremde Personen vor mir habe, ja, dann gerade ich schnell ins Stottern. Dann habe ich Probleme, auch die leichtesten Wörter irgendwie in Englisch zu finden. Dann versuche ich das nächste Umgangswort mit einzubringen, was dann praktisch im lustigen, es hört sich scheiße an, Modus auswirkt, sag ich mal, weißt du? Ist hier irgendwo eine Werkstatt? Bitte lass es hier irgendwo eine Werkstatt geben. Sonst müssen wir mit den 11% Beschädigung fahren. Ja, okay, es dürfte auch nicht das Problem werden. Okay, alles klar. Wie mit dem Lehrer bei mir damals.
Wir hatten Wahlpflichtfächer. Und in einem hatte ich Biologie. Wahlpflichtbereich 1 und Wahlpflichtbereich 2 war bei mir. Jetzt muss ich dahin zurück, wo ich herkomme. Das ist doch jetzt ein übler Witz, oder? Hatte ich dann in Physik. Physik, Chemie stand ich immer 1 bis 2. Also hatte ich die Probleme mit. Auch normal Biologie. Ach nee, es war Physik. Wahlpflichtbereich Physik war das, genau. Ich stand sonst immer 1, 2. Und ja, dann bin ich da an einen Lehrer geraten. Der konnte mich irgendwie nicht leiden. Keine Ahnung. Der hat mir dann immer 5 und 6 gegeben. Egal, was ich gemacht habe. Ich habe mich gemeldet, der hat mich ja nicht mit drangenommen und sowas. Aber dann wurde es mir zu doof.